Hallo und willkommen zurück bei Let's Play Risen 2. Ja, letztes Mal haben wir uns noch einen neuen Degen geschmiedet und uns ein bisschen Muni besorgt und ansonsten rumgeblödelt wie immer. Aber jetzt ist es an der Zeit, dass wir Madame Mara endgültig in den Arsch treten. Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Aye, Captain. So, und der Kurs geht in Richtung Wassertempel. Da segeln wir hin. Und da kommen wir an. Ich lasse das jetzt mal so. Wir sind auf Grund gelaufen. Der Kraken. Wow. Achtung, zur Seite! Oh, achso, das Ding kann ich werfen. Ich weiß nur nicht wohin. Einfach auf ihn. So kann ich stechen. Okay, wir werfen das Teil einfach auf den... Nee, in sein Maul müssen wir. Ah, aber ich treff's nicht. Schlecht wie immer. So. In dein blödes Maul. Jawohl. Komm hoch. Komm hoch. Komm schon. Na komm. Komm schon, Kleiner. Fuck you. Aber jetzt kann sich nur noch um Stunden handeln. Komm schon. Ja. Treffer. Nein. Ja. Das war nicht sehr gut. Komm her. Raus aus deinem Loch. Okay, vielleicht gehe ich einfach mal so einen Tacken näher ran, aber jetzt macht er ja sein blödes Maul gar nicht auf. Jetzt schmeißt er uns hier direkt runter. So. Au. Hör auf. So, genau. Jetzt aber. Ach. Muss man gerade ein bisschen Grog in den Kopf kippen. Oh Mann. Ich bin so schlecht. Bleib einfach stehen. Und warte auf den Tod. Boah, das gibt's doch nicht. Man muss dieses scheiß Maul wirklich haargenau treffen. Jetzt kommt er und boxt hier wieder. Da muss man aufpassen. Da müssen wir aufpassen. So, jetzt komm. Whoa. Es tut mir leid. Komm schon. Ah, das war doof. Jetzt aber immer so einen Tacken höher, dann trifft man nämlich auch. Okay, muss ich mir merken. Einfach immer ein Stück höher ziehen, als man denkt. Jetzt Vorsicht, Patschehände. Dass er das Ding nicht schon längst zerstört hat, ne? So wie der hier auf das Schiff einprügelt. Vorsicht, Patschehände. Au! Ich mach mal einen Quicksave.
Komm schon. Jawohl. So, aber jetzt noch ein Stück höher. Jawohl. Jawohl, ja. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder aufpassen. Nein, wir können, aber wir treffen nicht. Und Patty steht da oben und guckt einfach nur zu. So, Patschehände. Unser schönes Schiff. Wird so von ihm missbraucht. Er knüppelt wieder. Das war doof. Ja. Das war sehr doof. Aber wir werden wieder ins Schiff gesetzt. Das ist... Hä? Wow! Patschehände? Das gibt's doch nicht. Jetzt streck doch mal deinen blöden Kopf hier wieder raus. Damit ich dich mal bewerfen kann. Komm. Jetzt aber. Höher! Jawohl! Höher. Fuck. Ficky fucky. Komm schon. Komm raus. Komm raus, komm raus. Hol mal, du auch steckst und knüppel mich nicht nieder mit deinen blöden Händen. Die sehen aus wie die Facehugger aus... aus Alien. Naja! Juhu! Das war doch bestimmt noch nicht alles. Das denke ich auch. Das Miststück darf uns nicht entwischen! Wird sie auch nicht. Nimm Kurs auf den Tempel! Fester Erfolg, Wassertempel gefunden. Du erreichst den Wassertempel. Und hier warten haufenweise Gegner. Feuer! Boah. Einfach nur draufhalten. So. Bäm. Weiter, weiter. Venturo, Feuer! Jawohl. Muscheln, die wir nicht mehr brauchen. Noch ein Leviathan. Das war's. So, eine Truhe und die Mucke ist, glaube ich, ganz schön laut. Das ist ganz schön laut hier im Hintergrund. So, was haben wir da? Speer, Rum, Schrot. Naja. So, was macht eigentlich der Ruhm? 4600, dafür könnten wir Voodoo machen. Brauchen wir aber nicht.
So, und jetzt... Oh-oh. Oh nein! Halte sie auf! Ein Schuss! Schieß doch einfach! Er guckt auch noch so blöd. Wie sie da... Jawohl. Was? Du durchkreuzt meine Pläne nicht mehr. Das sollen wir doch mal sehen. Dafür habe ich ein Händchen. Weg mit dir, du Blöde. Hau ab. So, und ich... Ich kann mich erinnern. Obwohl, erzähl dich nachher. Erzähl dich alles nachher. Ist jetzt, glaube ich, unpassend, wenn ich da irgendwas ausplaudere am Ende. Puh. In your face! So, was macht sie jetzt? Sie zaubert wahrscheinlich irgendwas. Ich schieße einfach weiter. Sie beschwört Sandteufel. Finde ich gar nicht gut. Au! Und sie greift auch noch selber an mit irgendwas. Boah. Gleich haben wir sie. Gleich, gleich, gleich. Boah, weg, weg, weg. Und einmal noch. Jawohl! Das Biest. Glaubst du, sie kann sich wieder zurückverwandeln? Nein. Das war das Ende von dem ollen Biest, Mara. Und was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, wir können Maras Schwert mitnehmen. Ich finde, man hätte diesen Tempel hier, diesen Wassertempel, das hätte man noch cooler machen können. Also da kommt einem so irgendwie das Gefühl, dass hier noch was fehlt. Also das ist hier irgendwie, weiß ich nicht, also... Man kommt hier hin, kämpft da gegen so fünf Hansens da vor der Tür und dann tötet man Mara. Ich finde, hier hätte man, was weiß ich, noch ein paar Fallen einbauen können, irgendwie einen längeren Weg, wenn man, dass man irgendwie noch ein paar Schlüssel sammeln muss oder so und irgendwelche Tore öffnet. Dann noch einen Zwischengegner. Gut, den Kraken hat man vorher gehabt. Aber ansonsten finde ich, man hätte hier noch ein bisschen was machen können.
kommt einem so vor, als hätten sie hier keine Zeit mehr gehabt. Gegen Ende. So, wir schauen jetzt hier nochmal an diesen ganzen Ecken und Kanten, ob es hier noch irgendwas gibt. Und wir gucken uns Maras Schwert mal an. Wo ist es? Da ist es. 10 bis 30, yo. So ein Drecksding, kein Wunder, dass die verloren hat. Mit so einem Schwert kannst du ja auch nichts reißen. Tja. Das wird's gewesen sein. Risen 2. Aber ich heb mir mein abschließendes Geschwätz für die Credits auf. Kann man hier noch irgendwie rüber? Nö. Ist hier noch irgendwas? Nö. Nix. Gar nix. Und hier bei dem Ding, bei diesem Brunnen, gibt's auch nix. Okay. Dann zurück zum Schiff. Quatschen wir noch ein bisschen mit der Crew. Die erwarten uns hier unten nämlich. Einmal die Patty. Wir haben es geschafft. Ich habe schon fast nicht mehr daran geglaubt. Nicht immer so schnell die Hoffnung aufgeben, Kleines. Ach, du machst es einem aber auch nicht leicht. Wie auch immer, wir haben dieses Miststück besiegt und leben noch. Und was passiert jetzt? Du bist der Kapitän und nach einer großen Schlacht könnte der eine oder andere sicher ein paar aufmunternde Worte gebrauchen. Aber wenn du meinst, das ist genug, dann sag's mir einfach. Na gut, ich sehe mal nach meiner Crew. Na gut, ich sehe noch mal nach meiner Crew. Okay, komm einfach zu mir, wenn du hier fertig bist. Du weißt ja, wo ich bin. Mhm. So, Jafar. Das war ein großer Kampf und ich bin froh, dass wir noch leben. Mir geht es genauso. Nun bist du am Ziel deiner Reise. Reise nennst du das? Immerhin haben wir gerade die Welt gerettet. Schon, das ist ja auch gut. Jedoch habe ich mein Ziel noch nicht erreicht. Du redest von deinem Aurikulki? Du redest von deinem Aurikulki. Richtig, das habe ich immer noch nicht. Jafars Aurikulki, das ist Pech. Nimm doch irgendein goldenes Ding und bring es deinen Leuten. Wir werden es noch finden. Dafür kannst du unsere Sprache heute besser als die meisten Piraten. Wir werden es noch finden. Finden? Das ist nicht das Problem. Ich habe mein Aurikulki schon lange gefunden. Das ist ja großartig. Warum hast du mir nichts davon erzählt? Es ist unerreichbar für mich. Warum? Ich könnte es dir wegnehmen, ohne dass du es merkst. Doch das will ich nicht. Mein Hut bestimmt. Ich hab dein Aurikulki? Du bist mein Matar. Und deshalb darf ich es nicht einfach nehmen. Was ist es denn? Ein ganz persönlicher Gegenstand meines Matars und großen Vorbildes. Dein Hut. Mein was? Einst gehörte er Captain Stahlbart, einem der größten Piraten der Südsee. Heute ist es deiner und du stehst ihm in nichts nach. Für mich ist der Hut das wertvollste Artefakt, das ich mir vorstellen kann. Es wäre mehr als eine Ehre für mich, wenn ich es eines Tages mein nennen dürfte. Sag das doch gleich. Hier. Sag das doch gleich. Hier ist der Hut. Du gibst ihn mir? Einfach so? Na klar, du bist jetzt nicht mehr mein Peewee, Jaffa. Ab heute bist du ein erwachsener Gnom und darfst den Titel Matar tragen. Yippie, Grande Topola Famosa! Große Freude, mein großer Kapitän! Schon gut, Kleiner. Du hast es dir verdient, wirklich. Wann segeln wir zu meiner Insel? Noch heute? Wow, 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 langsam. Das weiß ich noch nicht. Na gut. Ich hoffe bald. Danke. Vielen Dank, Kapitän. Du bist mein bester Freund. Oh, wie süß. Da haben wir ihm noch eine letzte Freude bereitet und wir setzen einfach hier den, ja komm, einfach den blöden Piratenhut auf. So, Venturo, altes Haus. Das hat ganz schön geknallt, was? Dir hat das ganze Theater wohl gefallen, was? Naja, ich muss zugeben, ich hatte die Hosen ganz schön voll. Echt? Dann konntest du es gut verbergen. Ich hoffe, das war's jetzt.
Mara tut niemandem mehr etwas an. Schön, dann nix wie weg. Ich muss mir meinen Orden in Caldera abholen. Aha, und du meinst, sie werden dir einen geben nach allem, was du angestellt hast? Hey, wir haben die Welt gerettet. Wenn das kein lumpiger Orden wert ist. Du bekommst bestimmt deinen Orden, Venturo. So, weiter geht's mit dem guten Bones. Hartnäckiges Biest. Kreizt sich am Leben wie ein Rottwurm an seine Beute. Ja, sie hat uns ganz schön auf Trab gehalten. Nun ist sie erledigt. Und wir können hier wieder verschwinden. Wie geht's dir denn jetzt? Es ging mir nie besser. Dank deiner Hilfe haben diese fürchterlichen Visionen ein jähes Ende gefunden. Was tut man nicht alles für seine Crew? Ja, du bist ein guter Kapitän. Obwohl ich den einen oder anderen Verbesserungsvorschlag hätte. Ich ahne, was jetzt kommt. Aber ich denke, du behältst das besser für dich. Na schön. Vielleicht später. Alles klar bei uns. Freut mich, dass es ihm wieder besser geht. Hawkins, alte Socke. Mann, oh Mann. Das war ja was. Ja, und jetzt ist Schluss. Ich hab die Schnauze voll. So wie ich dich einschätze, hält das nicht lange vor. Ich wette, du steckst in ein paar Wochen wieder in irgendwelchen Schwierigkeiten. Das klingt ja richtig nett, wie du das sagst. Vielleicht sollte ich dich für diese Bemerkung Kiel holen lassen. Das würde auch nichts ändern. Kerle wie dich kenne ich. Du bist nicht zu Unrecht Stahlbarts Erbe. Der hatte auch immer ein Talent dafür, sich in Schwierigkeiten zu bringen. Wir werden sehen. Allerdings. Ja, ich denke, das war noch nicht unser letztes Abenteuer. So. Und unser letztes Gespräch führen wir mit Patty. So, mir reicht's jetzt. Nichts wie weg hier. So, mir reicht's jetzt. Nichts wie weg hier. Ja, lass uns hier schnell verschwinden. Vielleicht noch eine kleine Sache, die ich dir sagen muss, bevor wir ablegen. Ach ja? Was denn? Nun, ich weiß, ich kann manchmal ein Biest sein und... Naja, ich sag das auch viel zu selten, aber... Ja? Gut gemacht. Mein kleiner Held. Danke, Patty. Meine kleine Freundin. Oh, das schöne Schiff. Alles kaputt. Da segeln sie hin. Ins nächste Abenteuer. Piranha Bytes, Managing Director Michael Rüwe Jr., Project Management, Game Design und Story von Michael Hoge und Björn Pankratz. Ja, ich lese das jetzt nicht vor. Bin ich wahrscheinlich sowieso zu langsam für. Ja, das war dann also endgültig Risen 2. Wir sind da richtig schnell durchgekommen. Also ich habe da ja vorher schon mal ab und an bei anderen Leuten geschaut und wenn ich daran denke... dass die bis zu 120 Folgen oder so hier Risen 2 haben, überlege ich mir, tja, sind wir ganz schön schnell gewesen. Aber ich glaube, die hatten die Folgenlänge bestimmt auch kürzer. Naja, was machen wir als nächstes? Ich bin mir noch unsicher, wirklich. Ich bin mir richtig unsicher. Ich hatte, wie schon mal gesagt, überlegt, ob wir uns nochmal in ein Horrorspiel stürzen. Oder ob wir jetzt gleich mit einem weiteren Rollenspiel weitermachen einfach. Aber ich bin da echt unsicher. Ich weiß nicht. Vielleicht habt ihr ja noch Vorschläge. Falls ja... bitte ich euch darum, das Ganze in die Beschreibung, in die Kommentare zu hauen. In die Beschreibung wäre ein bisschen komisch, wenn ihr das könntet. Tja. Jetzt weiß ich wieder nicht, was ich faseln soll hier bei den Credits. Daniel Loos. Anthony Kadai, Germany. Marketing Director Mario Gerhult. Nee,
was will ich sagen? Ich kann ja eigentlich, kann ich doch nochmal so ein bisschen was erzählen. Ich habe jetzt für das nächste Unboxing habe ich mir so ein Handy-Mikrofon besorgt und ein Stativ auch noch. Das heißt, ich kann da mit beiden Händen dann rumwerkeln und die Soundqualität sollte auch besser sein. Aber das Ganze werden wir dann testen, wenn die nächste Loot Chest da ist. Oder wenn ich mal wieder im, im Spieleladen war, im Secondhand-Laden. Dun, dun. Spain, aha. Italy. Aha. Alles schön und gut. Ja. Was ich jetzt allerdings schade finde, wenn ich so drüber nachdenke, wir haben jetzt kein Piranha Bytes Spiel mehr, was wir spielen können. Wir haben jetzt wirklich alles gespielt. Wir haben von Gothic 1, Gothic 2, Gothic 3, Risen 1, Risen 2, Risen 3 haben wir ja in dem Sinne auch schon gespielt. Wir haben alles durch. Aber gut, ich weiß nicht, wie es um Elix bestellt ist. Keine Ahnung, wann das rauskommt. Müsste ich mal wieder schauen. Ich bin da so ein bisschen rausgekommen, was das Erscheinen des Spiels angeht. Oder wann es erscheint, sagen wir so. Aber gut, da gucke ich dann mal nach. Voice Talent English Version. Aha, aha. Ganz schön viele. Ganz schön viele. Aber ich glaube, wir haben es bald geschafft. Gregorius Emanuel Stahlbart. Achim Berenstein. Andrea Wolf. Und ich muss gleich niesen. Das ist furchtbar. Dialogue Animation Tagging. Lukas Kotli. Eckhard Würstdörfer, aha. Und die Hintergrundmusik gerade kommt vom Brandenburgischen Staatsorchester, aha. Interessant. Ich weiß nichts mehr zu erzählen. Aha, da kommen die Tester. Christoph Möbius, Julia Peters. Revo Solutions. Mein Gott, da kommt ja immer mehr. Lead-Tester, Marius Avram. Schöner Name. Oh, jetzt hier epische Musik nochmal zum Ende. Und die ganze Folge besteht eigentlich nur noch aus Credits. Oh Mann. Ich bin gespannt, wenn wir irgendwann mal Skyrim spielen. Ich glaube, da sind die Credits bestimmt auch ewig lang. Die gehen bestimmt 10 Minuten, Viertelstunde. Nee, keine Ahnung. Keine Ahnung. Da kommen nochmal die Tester. Special thanks from Piranha Bytes to all moderators from World of Risen and Piranha Bytes, Piranha Fan Art Portal, as well as the Deep Silver Forum team and our huge fanbase for their loyalty, dedication and creativity. Juli, Martha, Luise, Ali und Peter. Aha. Aha, aha, aha.
Ja. Da wird nochmal den verschiedenen Liebsten gedankt. Aber ich glaube, gleich haben wir es geschafft. Jojo. Jojo. Ach, wie cool. Sehr, sehr cool. Da nochmal die Jungs und Mädels von Piranha Bytes. Danke für dieses großartige Spiel. Danke für so viele großartige Spiele. Danke, danke. Naja, nicht alles, aber ist schon okay. Okay? Nur okay? Weißt du eigentlich, was ich alles durchgemacht habe? Pah, dann frag doch mal die anderen. Du warst nicht alleine, mein Freund. Ja, ja, schon gut. Siehst du, das ist immer das Problem mit euch Männern. Ach komm, jetzt hör schon auf. Das will doch jetzt nun wirklich keiner mehr hören. Außerdem trinkst du immer noch zu viel. Das Zeug macht mich wieder fit. Ja, klar. Und stinken tust du auch. Wie ein altes Rumfass. Ist mir egal. Aber mir nicht. Ach, ich gebe auf. Ich gehe unter Deck. Mistkerl. Das habe ich gehört. Ist doch wahr. Komm schon, sei wieder lieb. Ich überlasse dir auch das letzte Wort, ja? Und was ist, wenn ich das gar nicht haben will? Hey! Sau cool, die zwei, wie ein altes Ehepaar, echt. Na gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Let's Play wieder. Ich bedanke mich bei allen, die zugesehen haben. Danke. Und ja, ahoi und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Nadius!